Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Vielleicht seht ihr gerade, wenn ihr hier unten dieses Datum seht, dass der Vlog von gestern 2 Tage vorher quasi ist, beziehungsweise 3. Sprich, ich habe 2 Tage lang nicht gevloggt. Ich habe das Wochenende ausgesetzt, was sein musste. Also ich bin froh, dass ich das mit diesem Mittwoch-Vlog-Pausetag eingeführt habe. Weil ich das komplette Wochenende einfach nur krank im Bett lag. Und nichts gemacht habe, außer im Bett zu liegen und gesund zu werden. Richtig fit bin ich immer noch nicht, aber es geht langsam wieder. Der Flug und alles hat mich ein bisschen kaputt gemacht. Und deswegen dachte ich mir, ich mache die 2 Tage Pause, also dass ich nicht vlogge. Und bin somit wieder aktuell. Sprich, den Vlog seht ihr direkt am nächsten Tag, so wie es sonst auch immer war. Genau. Das kurz vorab. Ansonsten, ich bin wieder zu Hause angekommen vom Urlaub, bis auf dass ich ein bisschen angeschlagen war. Alles gut. Und ich bin gerade dabei, meinen Koffer auszuräumen. Komplett. Also ich habe schon, hey, die Wäsche und so raus. Und räume jetzt noch ja, das restliche Zeug raus. Und mache hier ein bisschen Klarschiff. War gerade auch schon ein bisschen unterwegs, habe ein paar Sachen geklärt. Und ich bin auch gerade wieder zum ersten Mal, seit ich wieder da mit Auto gefahren. Und habe ein bisschen gestruggelt, weil ich ein bisschen überfordert war, dass mein Auto eine Kupplung hat. Da brauchte ich ein paar Minuten. Aber dann hat auch alles wieder geklappt. Und ich dachte mir, jetzt, wo ich gerade dabei war, meinen Koffer auszupacken, dass ich euch mal zeige, was ich mir gekauft habe. Weil ihr wolltet ja unbedingt, dass ich einen Haul mache, aber für so einen richtigen Haul, also so ein richtiges extra eigenes Video, lohnt es sich nicht. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal und was ich euch als erstes zeigen kann, sind diese 2 Sachen, die ich mir mitgenommen habe. Das sind so Schlüsselanhänger, einmal so ein Cable Car und einmal so eine Golden Gate Bridge. Die kommt an meinen Schlüssel und die kommt in meine Vitrine so als kleines Andenken, weil ich finde, das ist eigentlich so ganz süß zum Hinstellen. Und, so, ich habe das jetzt schon mal hier hingelegt, da ist dieses Cable Car. Und dann habe ich mir natürlich wieder diese Münzen geholt. Das ist halt so mein kleiner Tick. Das sind meine Andenken, die ich mir mal hole. Und zwar einmal diese aus San Francisco. Dann diese aus Hollywood. Die aus Las Vegas. Die vom Santa Monica Pier. Ich weiß auch nicht, warum die so schräg ist. Keine Ahnung. Und dann noch diese, die ist auch vom Santa Monica Pier, aber da steht Route 66 drauf, das fand ich ganz cool. Und die kommen alle in meine Vitrine. Und warum fighten die Katzen? Was stimmt denn schon wieder nicht mit euch? Oh, die sind so bescheuert manchmal. Kaum zu glauben. Aber ich bin froh, dass ich wieder bei meinen Babys bin. Ich habe sie vermisst. Auch wenn sie bescheuert sind. Seht ihr Nala? Ja, und du chillst dein Leben, ne? Du cheatst dein Leben. So, alles eingeräumt. Hier ist das Cable Car und hier meine ganzen Münzen. Ich finde das voll schade, dass mittlerweile fast nirgendwo mehr diese Automaten stehen. Auch in den ganzen Städten in Amerika gab es die fast nur in Madame Tussauds oder so. Das war voll behindert. Versteht das nicht. Warum tut ihr mir das an? So, und jetzt zu meinem Koffer. Wundert euch nicht, wie ich aussehe. Ich sehe furchtbar aus. Aber ich darf das. Ich bin noch krank und heute ist Feiertag. Als erstes, die habt ihr vielleicht schon in meinen Vlogs gesehen, die Reeboks, die ich mir gekauft habe, da waren in einem Outlet, da waren richtig gute Angebote. Die habe ich mir mitgenommen. Dann diesen Pulli habe ich mir bei H&M gekauft, das habt ihr vielleicht auch gesehen. Der hat nur 5 Dollar gekostet, der ist einfach schwarz, aber hat so Puschel am Ärmel, weil ich habe auch so einen von Primark und das ist mein Lieblingspulli. Der ist zwar grau und mit rosa Puscheln, der ist einfach nur schwarz, aber fand ich trotzdem geil. So, dann an Klamotten habe ich mir noch 3 Sporthosen bei Forever 21 gekauft, weil da auch ein geiles Angebot war. Und zwar einmal so eine graue, die ist einfach nur komplett grau. Bis auf, dass sie hier an den Knien so, so einen grauen Netzstoff hat. Ansonsten ist da nichts Besonderes dran. Da habe ich irgendwie, also ich habe 4 Sportsachen gekauft und 2 davon habe ich gratis bekommen. Also ich habe irgendwie 23 Dollar oder so für 4 Sachen bezahlt. Mega gut. Also einmal die. Dann noch eine graue, die aber so richtigen Netzstoff hat. Einmal hier und einmal hier weiter unten an beiden Seiten. Die fand ich auch ganz cool. Und dann eine weinrote
mit auch ein bisschen transparentem Stoff. Und das vierte Teil ist ein Sport-BH, den ich mir mitgenommen habe. Der hängt da drin. Wie funktioniert er? So. Also der ist so rosa. Hat hier auch diesen Netzstoff. Und das hier, dieses Band, kommt dann halt nochmal so um den Bauch, dass man da so ein... Das sieht halt ganz cool aus. Dann habe ich bei NYX mir was mitgenommen. Und zwar dreimal Eyeliner. Zweimal von diesen Vivid Brights Eyelinern. Einmal einen roten und einmal so einen fliederfarbenen. Weil man damit ganz coole Looks machen kann. Und dann einen ganz normal weißen. Aus demselben Grund. Was habe ich mir denn noch mitgenommen? Ich habe mir Kerzen mitgenommen bei Bath & Body Works. So kleine. Weil irgendwie, die sind schon relativ teuer. Deswegen nehme ich mir da so kleine mit, weil da haben die immer so Angebote. Und dann geht das noch halbwegs. Und dann habe ich mir einmal diese hier mitgenommen. Da steht drauf, Wine is my spirit animal. Und ich dachte so, wenn die nach Wein riecht, voll eklig. Aber... Die riecht mega geil. Also wirklich mega. Ich sehe gerade, dass die alle einfach weiß sind. Dann, My Spirit Animal is a Unicorn. Die riecht nach Einhorn. Ach nein, die riecht so nach Zuckerwatte. Die riecht voll lecker. So richtig ist geil süß. Und dann Let's Flamingo. Und die riecht auch geil. Kann ich nicht beschreiben, wonach die riecht. Die riecht einfach gut. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht so der... Duftbeschreiber. Dann habe ich mir hier so ein Schild mitgenommen, weil ich das ganz cool finde. Mal gucken, wo ich mir das hinklebe. Und als allerletztes noch was von Sephora. Da habe ich mir einmal von Anastasia Beverly Hills die Dipbrow Pomade mitgenommen in Soft Brown, weil meine, die ist nicht leer, also die ist schon gut aufgebaut, aber da ist noch was drin, aber die ist fast ausgetrocknet. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich schon mal in den USA bin, dass ich mir eine neue da mithole, dass ich mir eine neue mitbringe, falls ich meine wirklich nicht mehr benutzen kann. Deswegen die. Dann ebenfalls von Anastasia Beverly Hills habe ich mir die Soft Glam Palette geholt. Die werde ich jetzt aber mal zulassen, weil ich überlege mir, dass ich die in einem Video teste. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das gut oder schlecht findet. Und ebenso wollte ich mal ausprobieren, die Fenty Beauty Foundation... Fenty Beauty, ja doch, Foundation von Rihanna. Da habe ich die Farbe 200 mitgenommen und die soll ja so gut sein, da bin ich auch mal gespannt drauf. Und da ebenfalls die Frage, ob ich die in einem Video testen soll. So, und das war's, glaube ich, an Zeug, was ich mir gekauft habe, so grob. Und jetzt kann ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar kamen auch noch ein paar Pakete an, die werde ich jetzt aber nicht alle in diesem Vlog auspacken, weil das... würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Dann wird das einfach nur ein ganzes Haul- und Unboxing-Video. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Aber ein bisschen was zeige ich euch. Und zwar kam einmal dieses Paket von NYX an. So, hier sehe ich gerade, es ist wieder soweit. Das sind unsere neuen Make-up-Must-Haves für den Frühling. Ich würde sagen, da gucken wir nur ganz, ganz schnell rein, weil eigentlich würde sich das doch auch anbieten, dass ich das in einem Video teste und auspacke. Aber mal ganz kurz reinspicken. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Okay, schreibt mir das in die Kommentare, ob ihr das in einem Video sehen wollt. Danke. So, und wo ich jetzt selber absolut gar keine Ahnung habe, was mich erwartet, wer ist er denn hier? Ist bei diesem Paket. Denn das ging an mein Postfach und kommt von, keine Ahnung, einer Zuschauerin. Ich versuche gerade das aufzubekommen. Ich habe echt keine Ahnung, was da drin ist oder von wem genau das ist. Wir schauen einfach mal. Ja, scheiße. Oh, schaut mal, wie das da drin aussieht. Ein Brief und zwei Geschenke. Okay. So, also, das Paket ist von der Marion. Ich habe jetzt gerade mal den Brief gelesen für mich, weil da weiß ich immer nicht, ob das in den Vlogs vorgelesen werden soll oder nicht. Aber... ganz vielen lieben Dank für den Brief, mega süß. Und ich freue mich voll. Und jetzt gucke ich mal hier rein, weil da weiß ich noch nicht, was da drin ist. Aber ich habe mich ein bisschen schon gespoilert in dem Brief. Vielleicht hätte ich das erst auspacken sollen und dann den Brief lesen sollen. Ups. Oh,
sehe schon, von was es ist. Es ist etwas von Frozen. Ihr seid einfach die geilsten Unschall. Und zwar Buntstifte. Geil. Hauptsache, hier liegen noch diese Stifte von Fabio, die er mir mitgebracht hat. Und jetzt habe ich noch Buntstifte. Also eventuell muss ich mich ein bisschen künstlerisch entfalten. Wollt ihr mir das mitteilen? Hm? Ja. So, und dann, das ist übrigens mega das geile Geschenkpapier, ist das hier noch drin. Und laut Brief weiß ich jetzt, was da drin ist. Was ich ziemlich geil finde, by the way. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. War nicht so einfach mit einer Hand. So. Und zwar ein Freundebuch von Frozen. Mega geil. So, und sie hat geschrieben, dass sie sich schon auf die erste Seite reingeschrieben hat. Damit ich sie kennenlerne, was ich richtig geil finde. Und, ich krieg's nicht aufgeblättert. Ja. Das werde ich mir jetzt mal durchlesen, weil ich das mega cool finde. Also, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß jetzt übrigens auch, wer du bist. Also, danke, Marion. Vielen lieben Dank an dich. Ich freue mich richtig. Dankeschön. Voll cool. Ist da jemand besessen? Hey du. Oh. Ja. Ich habe kaputt gemacht. Ich bin müde. Fabio! Oh. Hallo! Hallo! Hallo Baby! Hier, yeah, ich schenke dir das. Hallo. Wer ist dran? Hallo! Wer ist da? Onion! Oh, Zwiebel ruft an! Onion Rings! Onion Rings! Geh dran! Ring! Ich telefoniere gerne mit Zwiebeln. Ach, jetzt stell dich mal nicht so an. Ich telefoniere lieber mit Knoblauch. Okay, hier ist Knoblauch. Hallo? Oh! Hat geknackt, ja. Hast du gehört? Ja. Hehehe. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Ciao. Oh, tschüss. Okay. Box. Babylein? Oui. Was machen wir? Wir packen eine Box aus. Die Degusta-Box. Ist das dein erstes Mal? Nein. Wir haben schon mal eine ausgepackt. Ja? Ja, haben wir. Wir haben schon mal eine ausgepackt. Aber okay. Danke, dass du dich da erinnerst. Ich mach die Preise. Ja, ich pack die halt ein bisschen öfter aus. Du machst die Preise? Okay, ja, du sagst mir, was du da hast. Okay, sieh's los. Nestle Clusters. Was ist das? Kostet 1,99 €. Das ist egal. Müsli. So Müsli-Riegel. Die sehen geil aus. Crunchy Choco. Sieht geil aus. Avec du délicieux. Was? Remoulade? Ja, mit Remoulade und Mayo. Deliziöser Remoulade. Delicieux. So, was haben wir hier? Das ist ein Gutsein. Ein Gutsein und noch ein Gutsein. Ja, und dann haben wir? So, Gallo Risotto Pronto. Da kommt der Italiener. 1,99 €. Ah, welches mit Pilzen? Mit Fungi? Fungi Porcini. Ja. So, als nächstes haben wir Melitta Kaffee des Jahres. Vollmundig sanft mit karamelliger Note, 100%ig Arabica. Kleine Größe, ja. 1,15 €. 100 Gramm. Das mag ich nicht. Stärke 3. 3, alle 3 zusammen. Hier war es wieder für die Powerfood. Wie heißt das? Chia Athleten. Für 2,89 €. Chias mit Chia. Mango. Oh, Power Food. Das Power Food, also ein Smoothie mit Chiasamen, ja? Mhm. Und eben waren wir bei Mayo. Sorry. Ist das Mayo? Vegane Sandwich-Creme. Mhm. 1,99 €. Muss ich riechen. Riechst du bestimmt nicht, weil bestimmt ein Fassfluss noch dran ist. Sieht aber geil aus. Ja, ich will das mal riechen. Von Vegans. Vegans. Von whatever. Von Veganern für Veganer. Mayo. Du riechst voll wie Mayo. Hä, Endgeil, dafür, dass es vegan ist? Überhaupt nicht special. Naja, aber dafür, dass es vegan ist? Jetzt hab ich's aufgemacht, verdammt. Jetzt musst du es austrinken. So, wie viel sind das? 250 Milliliter Mayo. Auch echt, das wäre eine Wette, oder? Boah, dann willst du so kotzen. Mein Name ist Herz. Du willst so kotzen. Okay, das wäre nicht gut. Verdammt, jetzt halt. Meine Kiste verschweißt. Nein. Und wenn wir schon mal dabei sind. Ja, noch ein. Sandwich-Creme dänischer Art. Auch von Veganern. Für Veganer.
Was ist das andere? Sandwich. Das ist. Nee. Remolicious. Remoulade, ja, okay, Remoulade mal. Remolicious. Egal. Finde ich cool. Remolicious. Okay. Weiter geht's. Ah, das sind doch diese geilen Dinger, die wir brauchen. Ah, warte, hier sind sie. Das ist ein Geschenk. Steht da drauf. Das ist ein Geschenk? Ja, die waren richtig lecker, ne? Ja, das haben wir auch gesagt gehabt, ne? Mhm. Ach, hast du die mit mir? Ne, die Box habe ich aber allein ausgepackt im Vlog. Die haben wir aber... Ja, die habe ich dir gezeigt dann, die Box, was da drin war. Auf jeden Fall, die sind die mega lecker. Ja, die waren echt mega lecker. Die sind wirklich mega lecker, mega lecker. Sorte des Jahres. Bewusst. Zurecht. Was Pocket, ist das? Oha. Pocket Sandwich, so was für mich, ey. Also, ja. Voll die Industriekacke. So. Das ist so wie Beefy, ne? Aber bestimmt mega lecker. So. 1,79 €. Ja, ja, ist okay für zwischendurch. Wie viel? 1,79 €. Okay. Ist okay. Also, das Produkt dann. Ja. So, was haben wir da? Gartengemüse, Tomate, Kräuter. Was ist geil? 79 Cent. Von Alnatura. Oh. Dann war's falsch. Warte mal. Ups, 1,99 €. Was ist das? Gemüse? Gartengemüse, Tomate, Kräuter. Hm. Wahrscheinlich eine Soße oder so. Lecker, ne, oder so ein Brotaufstrich oder so. Das ist bestimmt mega lecker. Ja, Bio-Aufstrich. So. Ein Bags Green Lemon Zero. Das ist nichts für mies. Ey, aber guck 99 mal. Cent. Zero, das hab ich noch nie gesehen. Also, heißt Bags das? Lemon? Ja, heißt das ohne Alkohol oder ohne Zucker? Ohne Alkohol. Ohne Alkohol, ja, wow. Ja, hab ich trotzdem so auch noch nicht. Ja. Yeah. Weiter geht's. I don't need this in my life. Oh, ab und zu. Da ist vielleicht noch eins drin. Ja, Sekunde, wir machen das. Oh, passierte Tomaten. Mutti. Solo Pomodoro. Pomodoro. Kaching. Was haben wir denn hier? Ja, das ist gut, das kann ich gebrauchen. 100%ig italienische Tomaten. Ah, perfetto. Oh, krass. Was haben wir noch? Ja, noch so ein Ding. Blue. Bags Blue, das Alkohol. Ist ganz noch, auch mit Alkohol ohne. Ja, okay. Auch mit Alkohol nicht. Ohne. Auch mit Alkohol ohne. Was haben wir hier? Freunde der Sonne. Das ist dann das French 79 Cent, oder? French ist das drei Dressing. Spatzen? Oui, ja. Drei Spatzen. Alle drei zusammen auf einen. Dressing? Ja, steht da noch. Ich mag French Dressing. Französischer Dressing. Oh, danke schön für falls du das noch nicht wusstest. Nein. Ich bin doch da, finde ich. Schmeiß weg. Seidel. Oh, was ist das denn? Ist das noch ein Smoothie? Alle, die ihren Kaninchen das Futter wegessen. Ach so. Okay. Vegane Saftmahlzeit. Mit? Quinoa und Baobab. Baobab. Ich gucke, aber. Komm, wir gucken noch was hier drin. Aprikosen. Geil. Aprikosen aus der Dose. Natursüß. Aprikosen aus der Dose. Oh, das ist geil, wenn die nicht extra gesüßt sind. Ohne Zuckerzusatz, ja. Cool. Boah. 1,79 €. Was hast da du da? Da muss ich immer an meine Oma denken. Raspberry and Peach Drops. 2,49 €. Ja, die sind geil, ne? Das sind auch wie diese Eisbonbons ja, früher. Oh. Da muss ich immer an meine Oma denken. Meine Oma hatte immer solche Bonbons gehabt. Auch so die mit Bonbons. Die hatten immer so eine leichte Puderzuckerschicht drauf. Oh, geil. Ich hab die so geliebt. Wenn ihr das Video seht. Einer für dich. Nein, ich will nicht den ganzen. Wir bestellen gleich Essen. Also der sieht schon mal richtig geil aus. Sieht echt gut aus. Der ist lecker. Oh ja. Oh. Der schmeckt mir. Mir auch. Ja? Kannst du ihn essen? Ja. Ich möchte lieber gleich richtig essen. Okay. Und was machen wir jetzt? Hast du dir schon das Spiel gezeigt? Ja, nur als es angekommen ist, aber noch mehr noch wir nicht. Wir spielen gleich erstmal wieder Black Dog. Das macht echt Spaß. Das macht echt richtig Spaß. Also danke an diejenige, die mir das unter einem Vlog vorgeschlagen hat. Das ist echt mega cool, das Spiel. Also das hier. Also ich gehe meiner Freundin wirklich schon permanent auf den Keks damit. Ich bin auf der Arbeit und schreibe ihr. Bau Black Dog, hab ich so. Wenn ich nach Hause komme, möchte ich, dass das Spiel schon... Das ist einfach ein richtig... Es ist eigentlich im Prinzip ein Mensch ärgere dich nicht.
aber mit viel, viel, viel mehr Special-Sachen. Also ja. Du musst halt viel mehr beachten. Du ja. hast. Und es gibt halt viel mehr so. Du musst mehr nachdenken. Du kannst jetzt nicht einfach stumpf weiter nach vorne gehen. Hauptsache, meine Figur ist dein Ziel dann. Ja. Sondern du musst wirklich richtig nachdenken, weil auch ein Schritt nach vorne kann ein Schritt nach hinten sein. Dann denk mal drüber nach. Komm, ist ja wirklich so. Gestern habe ich sie mit einer Karte sogar schon zerstört. Na Mann, du hast glaube ich 3 Püppchen von mir mit einer Karte rausgeschmissen. Ja Mann, da habe ich mich richtig geil gefühlt. Ja, nee. Okay, wir spielen jetzt. Was? Ich unterdrück den jetzt, ne? Hat nicht geklappt. Hiccup. Ich bestelle gerade Essen und Fabio stirbt. Ach Gott. Oha, da kann man sogar seine Nudelsorte wählen. Oh, ja, schön. Was möchte ich denn haben? Spaghetti, Penne, Tortellini, Tagliatelle oder Gnocchi. Ach du Scheiße, sag das nicht. Gnocchi. Danke. Bitte schön. Gnocchi. Für alle Anti-Italiener. Oh. Aber jetzt mal im Ernst, was will ich denn? Nimm Penne. Nee. Ich nehme... Keine Spaghetti. Nee, Tagliatelle. Ja, okay. Anmerkung, zum Beispiel keine Mayonnaise. Okay. Wie gefällt dir diese Situation? Essen, Baby, Grace. Hm? Geil. Ich kuschel mit Olaf. Kussel du mit Olaf. Wo ist der Herr, der Olaf? Hä? Wo ist der Herr? Das sag ich dir nicht. Von dir? Aus Disneyland. Hä? Hast du mir den geschenkt? Ist das der? Mhm. Dann ja. Weil du der beste Freund auf der Welt bist. Und ich dachte, du erzählst mir mal was Neues. Nein. Also, ich beende jetzt den Vlog, weil wir jetzt gleich schlafen gehen. Und wir haben ganz viel Black Dog gezockt. Und Grace geguckt. Das ist geil. Ich bin geil. Ja. So, ich geh duschen. Okay, tschüss. Okay, tschüss.